Willkommen bei Part-Time Insane. Ich bin die Mira. Wir sind immer noch in der Mine und suchen uns unseren Weg, wie es weitergeht. Da haben wir einen Rolling Stone. So ein Ding ist das da geschafft. Hat ein Herzchen als Auge. Das ist schon wie. Okay, das habe ich noch nicht gekämpft. Gedingst. Aber Lady ist schon echt. Fertig, hier müsste ich austauschen. Nein! Nein! Komm, Kleiner! Also muss man einen Biss? Nein, nein, nein! Oh, tot! Okay, machen wir das nächste Mal ein bisschen an. Ich tausche jetzt Lady aus. Mal beißen. Hey. Ja! Okay, ein. Mit meiner armen kleinen Schildkröte. Okay, das ist sehr gut. Olli hat ein Level up. Achso, nein, Moment. Ja, ich weiß, es gibt jetzt auch einen Erweiterungspass. Ich weiß gar nicht, wo ich es geschrieben habe. Vielleicht sogar schon als Antwort auf einen Kommentar. Ich weiß noch nicht, ob ich mir einen Erweiterungspass hole. Aktuell auf jeden Fall nicht. Weil ich muss ja erstmal das Spiel durchkriegen. Nee, Rolli habe ich nur zum Leveln dabei. Er ist jetzt nicht so toll. Nicht böse gemeint, aber er ist jetzt nicht so toll. Das heißt, wenn ich quasi ihn gelevelt habe, also ins nächste, die nächste Stufe gelevelt habe, dann tausche ich ihn aus und nehme was anderes mit. Jetzt hauen wir uns mal mit der alten. Ja, schön, dass du so hart arbeitest. Ich habe dir schon mal erzählt, dass ich das bei denen nicht mehr vorlese. Es ist mir einfach viel zu viel geworden. Das ist immer so blöde. Ich versuche es langsam zu machen und im Video könnt ihr jetzt zur Not pausieren, wenn ihr lesen wollt, was für Dialoge wir haben. Ein Diktator. Wenn Erde gut gegen, wenn Wasser gut gegen Erde ist. Dann nutze ich mal weiter Yangon. Darf mal kurz beißen. Also.
mal wechseln. Na, lass mal doch vielleicht. Das Schaf. Ein dickes Schaf. Aua, aua. Das war gar nicht so toll. Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung, wie Imitator funktioniert, aber... Oh, cool. Darfst du nochmal machen. Weil durch die Wolle kratzt der Maulwurf nicht so gut. Wenn ich jetzt mal einen Tackle versuche. Autsch. Ah, hat's gereicht. Ich habe das Gefühl, ich verdiene hier viel mehr Geld als in anderen Pokémon. Moment. Freude. Vögel. Trank. Einsetzen. Der Schildkröte. Und der Hund kriegt auch ein bisschen. So, vielleicht darf ich nochmal vorbeikommen. Ich kann die Perspektive nicht ändern, das irritiert mich immer. Komm her! Das Neue. Mach's nicht ganz fertig, bitte. Oh. Wenn ich jetzt beiße. Stopp, stopp! Ah, ne, erschreckst du mich gerade. Ich könnte ja gerade mal... Die hat ein bisschen Dings aufgestiegen. Dum, 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 dum. Oh, nehme einen Dick damit. Nein, ich hätte doch gerne das Dick. Ja. Ich muss jetzt zugeben, das Spiel spiele ich ein bisschen anders, als wenn ich es jetzt privat spielen würde. Also privat ist, weil ich alleine spielen würde. Ich gucke dir zu. Privat bin ich ja immer noch, weil ich hier sitze, aber es ist ja quasi so für Publikum. Und ich spiele eigentlich sehr, sehr wenig wegen Story und echt nur wegen Pokémon sammeln. Es ist jetzt Folge, ich habe keine Ahnung, 7. Und das habe ich, hab ich schon 5-mal erzählt. Aber ich gehe auch systematisch vor. Ich habe eine Handy-App,
Also, weil ich immer auf dem Nintendo DS gespielt habe, habe ich eine Handy-App gehabt. Was echt nervig ist, weil du kriegst alle Poké-Apps meistens nur auf Englisch und die haben ja unterschiedliche Namen. Und hab dann wirklich auch geguckt, okay, ich bin jetzt auf der Route, welche Pokémon kriege ich wie, wann, warum. Was muss ich dafür tun? Ich habe auch gesehen, wenn es Items gab, die habe ich aber nur mitgenommen, wenn ich sie gut fand. Und habe wirklich dann meinen Pokédex aufgelevelt. Die haben mal geguckt, okay, was muss ich tun, um diese kriegen. Ich habe versucht zu tauschen, gut zu tauschen. Das hat auch eigentlich, wenn man gute Angebote hatte, also faire Angebote hatte, immer geklappt. Das alles habe ich jetzt hier noch nicht so gemacht. Ich habe mich auch mit dem Tauschen nicht auseinandergesetzt. Weil ich mir auch einfach ein paar Plateauschuhe. Kann ich jetzt anziehen? Nein, nicht Pokémon. Okay. Ach, oben. Ich mal alles durch, ne? Ich hasse Ausrufezeichen. Ja, schon. Ah, okay, im Pokémon. Hey, geben wir doch der Lady die Schuhe, auch wenn es ein Mann ist. Why not? Ich kann das ganz. Victor. Hey, Victor. Goofy! Das Einzige, was ich halt nicht, also ich habe erzählt, und das Einzige, was ich jetzt nicht so gemacht habe, war halt wirklich auf die, wie ist die Wechselwirkung der Typen. Ich habe, die neuen Games sind ja auch echt schön, weil da steht ja immer hier dabei. Deswegen mache ich jetzt nur ein Biss, in der Hoffnung, dass er nicht ganz komplett sofort weg ist. Aber so habe ich jetzt zum Beispiel auch eine Webseite auf. Jetzt ist er weg. Hätte den Tackle machen sollen. Eine Webseite auf, um zu gucken, okay, also nicht wo kriege ich was, sondern okay, wenigstens mit dem Leveln. Entwickelt sich ein Pokémon weiter oder was muss ich machen? Weil ich zum Beispiel dieses Raffelfee entwickelt sich weiter. Entwickelt sich weiter, aber entwickelt es sich weiter? Schauen. Ich glaube, das braucht ein Item. Oder? Ach nee, das braucht kein Item. Den würde ich zum Beispiel auch austauschen, wenn ich jetzt. Wobei, vielleicht behalte ich Rolli doch. Raffel immer als den einen Spot habe. Mal gucken, was er nicht macht. Den würde ich auf jeden Fall jetzt dann wegräumen, wenn er ein neues Erscheinung hat. Oh, bin schon wieder in diesen Stumbling Stone eingelaufen. Das mit dem Dickter nervt. Warum hat das Dickter das nicht ausgehalten? Ich kacke. Ärgert mich jetzt. Hört man wahrscheinlich. Bin ja nicht gut. Aber ja. Oh, da ist wieder so ein kleines Steinchen. Den habe ich schon, oder?
wieder ein bisschen. Das habe ich schon gesagt. Ich glaube, ich habe ihn schon. Ja. Die Person nicht. Das ist schon wieder immer noch. Oh Gott, was ist das denn für eine Alte? Bist du etwa hier durch, ja? Ja. Okay. Hat die eigentlich eine hässliche Frisur, die Alte? Oh. Was bist du für eine erbärmliche Alte? In einem Move? Ein Move. Okay. Gabi da dran. Er ist echt hübsch geworden, oder? Unser Rabbi. Prügle. Mit den Schüchen, die er anhat. Eigentlich hat die ja Lady angezogen bekommen, aber er hat ja auch welche. Stöckchen sogar so gesehen. Das ist ja schön. Und fertig ist sie. Bye bye. Ja, aber jetzt kommt ja mein Teenager. Keine Ahnung, was das ist. Oh Gott, das ist aber auch süß. Leider muss mein Teenager dich jetzt treten. Oh, es war nicht mehr effektiv. Ja, genau, zweimal Konfusion. Fick dich. Jetzt brenne ich ja nicht selbst an. Oh, hat wieder gewonnen. Ich bin gar nicht so kacke, wie du denkst. Doch. Und Sterne? Musste ich das hier suchen? Alter, da liegt noch.
Komische, komische, komische Alte. Echt komische Alte. Heilst du mich? Das ist lieb. Okay, Route 4. Oh, wieder was zum Schütteln. Da ist jemand, der kämmt. Dann. Was denn? Oh, das ist ein Tier. Ich dachte, das ist irgendwie Dings mit Frisur. Ein Dings mit Frisur. Ich kann mich auch ausdrücken. Oh, egal. Nein! Bist du ein Geister-Pokémon? Au, jetzt hat er sich selber wehgetan, der Idiot. Oh! Nehm mal die Frau mit den Schuhen. Also eigentlich dürfte das ja nicht, weil ich habe ja Schuhe an. Au. Oh shit, das ging ja gar nichts. Hey, es ist unfair, dass du mich absaugst. Wenigstens das habe ich jetzt geschafft. Oh, Young One. Oh, Young One. Ja, ich weiß. Wenn ich sofort werfe, bringt das gar nichts, oder? Ja. Vielleicht mache ich jetzt ein Feld.
Ich muss mal gerade zurück zu der alten. Hallo. Kannst du mich nochmal heilen? Danke. Ist mir egal. Nein. Ihr erfahrt mich sprachlos. Ist das ein hässliches Mountie? Ist das hässlich? Es ist so hässlich, es sieht aus wie ein tasmanischer Teufel. Also an sich finde ich Mountie noch nie wirklich ein tolles Pokémon. Aber das ist echt hässlich. Snobillycat, die Weiterentwicklung von Mountie ist echt hübsch. Aber dieses Mountie ist ja hässlich. Also es ist ja... Oh Gott, wie sieht denn das Snobillycat dann aus? Oh, nö. Gott, bist du hässlich. Ja, ist wunderschön, Kind. Fuck, ist dieses Mountie hässlich. Oh, ein Pikachu! Greif an! Oh, scheißen! Okay, scheiß. Scheißen, scheiß, scheiß. Ja, Schrabi, du schaffst es! Oh, wenigstens zuckt er. Hau es. Jo, Was? Was ist wieder ein Lady? Geh weg, du hässliches Vieh! Nein, gib... Oh, es ist wieder so ein hässliches... Oh, Ja, Rabi, mach's fertig, gell? Was macht ein Raub eigentlich? Es sieht aus, als hätte es irgendwie so einen komischen Kropf. Jo.
Keine Entwurf. Ich würde jetzt mal eine kleine Pause machen. Das heißt, ich beende die. Ich laufe jetzt erstmal weg von diesem hässlichen Vieh. Ich gehe jetzt raus aus diesem Feld, in der Hoffnung, dass mir die nicht folgen. Um dann in Ruhe die Episode zu beenden. Und sag, danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann gehen wir nämlich, glaube ich, runter in diese Arena, um sich rein. Und goodbye. Show!